herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play FIFA 15 mit dem HSV Karrieremodus. So, die Maus geht aber da weg hier. Und wir sind mitten in der Winterpause und müssen leider am 12. Januar trotz Winterpause gegen den FC Schalke 04 ran. Und wer die ganze Winterpause sehen will, was wir da so gemacht haben, muss eine Folge zurückklicken, denn ich mache mal was ganz Verrücktes Neues. Werde auch Ende dieser Folge das nochmal erwähnen. Und zwar wird man diesen Teil, also 1. bis 11. in einem Video sehen. Jetzt die nächste Folge ist das Schalke-Spiel. Und dann 13 bis 30 ist dann wieder in der letzten Folge mit reingeschnitten worden. Ich dachte, da können wir uns eine ganze Folge ersparen. Und einfach mal als Versuch dachte ich, ich mache mal so was ganz Verrücktes. Schauen wir uns mal ganz kurz die Tabelle an. Wer es vergessen hat, vor zwei Folgen haben wir gegen Hoffenheim 2-1 im DFB-Pokal gewonnen mit einem hammergeilen Tor von Junuzovic. Und wir sehen, manche haben hier schon den 17. Spieltag hinter sich gebracht. Bayern ist damit jetzt offiziell, nein, ist er noch gar nicht, Herbstmeister geworden. Schalke kann gegen uns noch Herbstmeister werden. Das heißt, es wird hier halt ein Brüllerspiel. Wir sind 10. und ich will gewinnen, weil dann sind wir nochmal zur Hälfte dran da oben zur ersten, zur Hinrunde. Und wenn ich ein bisschen, ich bin ein bisschen leicht erkältet, also Entschuldigung und so, wenn ich mit dem Schniepe und sowas. Ah. Nee, Spaß. Und wir wollten nochmal, das hatte ich in der letzten Folge total vergessen, weil ich es schon in der längeren Folge angekündigt habe, ein bisschen hier an der Taktik nochmal was ändern. Und zwar in den Anweisungen. Und zwar möchte ich natürlich sagen, hinten bleiben. Und die sollen, Oschrolek soll hinten, soll nicht hinten bleiben. Genau im Gegenteil, er soll stets überlaufen, genauso wie Ayan. Und Holtby soll alle Freiheiten haben, hat er. Und Januzaj, den ich gerne rechts spielen lassen möchte, weil er da wirklich gut war letztens. Und links wäre es saugeil, wenn man eine Schürrle oder so kriegen könnte. Aber das schauen wir uns alles in Ruhe an. Oder beziehungsweise könnt ihr dann in der Winterpause der letzten Folge euch angucken. Und wir sagen jetzt hier Januzaj in die Mitte ziehen. Überlaufen. Genau. Und auch hier machen wir das nochmal. Gut, dann Beister, der so klasse bisher spielt, lassen wir auch mal so nach vorne orientieren, hinten bleiben, steht alles, super. Und, ich weiß noch, was wir, nein, wir machen erstmal so. Wir machen so gegen Schalke und schauen, ob es klappt. So, sieht sehr gleich aus hier, ne? So, man sieht aber auch, diese Form ist bis auf Giroud überall oben. Das ist einfach nur geil. Genauso habe ich mir das letzte Saison eigentlich schon gewünscht. Jetzt haben es halt erst leider diese Saison. Kann uns alles erstmal wurscht sein, gell? So. So, Diagne, unser neuer Jugendspieler, den packe ich jetzt mal. Obwohl, wäre das jetzt ein kleiner Gegner, hätte ich gesagt, gebe ich eine Chance. Aber gegen Schalke, glaube ich, müssen wir jeden Mist einplanen, der passieren kann. So, Zimmer ist auf der Bank, weil er einfach LV und LV kann. Ich kann ja also notfalls für beide hier einsetzen, was ziemlich gut ist. Trigoros hat beschwert und will eigentlich gehen, aber das werde ich nicht zulassen. Wir spielen genauso wieder, auch wenn der ein oder andere nicht ganz so gut war gegen Hoffenheim. Man muss seinem Team ja auch eine Chance geben, sich kennenzulernen, nah ranzukommen. Und es kann gegen Schalke richtig gut werden und ich hoffe es mir eigentlich auch. Mann, das war ja ein Wahnsinnsfreistoß, dass es gut wird. Jetzt lädt er aber lange hier. Schon fast gar nicht mehr gewohnt mit dem neuen Rechner. Und hier Ingelse Kirche, Uf Schalke, Veldin Sarine. Wir sehen es, zweiter Schalke, Schalke ist der Bayern-Verfolger, den Spaß können wir denen eindeutig jetzt verderben, dann ist Bayern schon wieder fast deutscher Meister. Ist uns aber erstmal egal, weil wir wollen punkten. So. Eine schöne Aufnahme.
Wir schauen auf die Aufstellung. Huntela, Sam nach vorne. Oh, mal was Neues. Und eine ganze... das ist sehr überraschend. Eine Fünferabwehrkette. Bei Schalke. Haben sie ein bisschen Schiss gekriegt vor unserer Offensive, oder was? Und wir sehen unsere Aufstellung. Fantastico! Hogo wird hier eingeblendet. Warum, ist ja wohl klar. Ex-Hamburger. Und Hövedes. Und ein schönes Synchron-Hinsetzen von Nastasic und Fafan. Und wer der andere war, weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Und los geht's. Jetzt haben wir lang genug getrödelt hier. Paulsen mit Beister im Anstoß. Wir fangen an von rechts an links. Und wir wollen weiter erfolgreich spielen. Das war ja bisher der Oberburner, was wir hier geleistet haben. Boschwolek. Oh, nicht gut. Sam. Und Ecke. Abstoß, unser schöner Adler, der viel angefragt wurde in der Winterpause. Ich weiß ja nicht, was danach kommt, aber wenn, dann schaut euch die letzte Folge an. Aber es gab schon ein paar, die ihn haben wollten. Ich habe gesagt, für 25 Millionen können ihn haben. Natürlich war es für einen zu teuer, aber ich gebe ihn nicht für nur ein paar 8 Mille her. Zu viel sei zu gut. Holtby. Wulcher wird dran gewesen, aber Martip spielt zurück. Schön von Junuzovic. Giroud. Schrolleck. Beister. Bleibt beim Ball, auch wenn er es nicht gut gemacht hat. Schön gespielt auf Januzaj. Wenn er das noch besser gemacht hätte, der 19-jährige Mann, den ich auf jeden Fall aktuell zumindest sehr gerne die Kaufoption ziehen möchte. Aber 10 Millionen haben wir leider nicht. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Das könnte schwierig werden. Das überlegen wir uns dann aber auch noch, wenn es dann irgendwann soweit ist. Schlecht verteilt jetzt von Ayan. Höger, viel Raum. Die Flanke kommt in Ruhe, aber ich hoffe, den hat Adler. Hat er auch. So, auf. Raus da. Nicht gut gespielt. War das Foul von Beister? Ich glaube sogar nicht. Sidney Sam. Mit der gelben Karte. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen anders gesehen. Boah, schwierig. Für mich ist es eigentlich überhaupt kein Foul, weil wenn man sich halt einfach nicht sieht, dann sieht man sich einfach nicht. Und basta. Giroud mit dem Freistoß. Kleber. Oh, das hat Glück gehabt, dass der Höger auch nicht aufgepasst hat. Wheelchair auf Holtby. Er hier gegen seinen Ex-Ex-Verein. Hier ist er groß geworden auf Schalke. Hätte er ein Türchen machen können. Aber gut gehalten. Ich glaube, Fährmann ist im Tor. So, Ecke. Was machen wir denn Schönes? Machen wir mal normal. Kriegt nichts an. Auf Giroud, genau, das war die Idee. Und jetzt Huntela könnte kontern. Oschrolek. Januzaj, schön gespielt. Jetzt kommt die Flanke, leider abgeblockt. Huntela. Und Junuzovic, passt auf. Ihr habt nichts gehört. Boateng. Oh, schon wieder so eine Lücke auf der rechten Seite. Das ist, bisher macht das Aha nicht so gut wie sonst. Die Flanke. Giroud ist noch dran. Fuchs. Oh, 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 oh. Nicht gut, Aogo. Der Ex-Hamburger darf hier bestimmt kein Tor schießen. Hallo. Höger.
Für mich aktuell auch einer der besten bei Schalke. Milosevic passt wieder wunderbar auf. Holtby auf Wilshere. Wohin nur mit dem Ball ist halt wieder die Frage. Und dann muss er zurückspielen leider. Auf Junuzovic. Wilshere auf Beister. Wilshere ist immer noch am Ball. Schade, aber wir spielen gut gegen den Tabellenzweiten. Das gibt mir auch das Gefühl von, dass wir langsam angekommen sind. Nur leider von der Tabelle her noch nicht. Da hätte einfach der Start ein bisschen besser laufen müssen. Und jetzt schon wieder die Außenseite, die nicht gut verteidigt. Und diesmal die andere Seite. Sydney, Sam. Und wieder muss Junuzovic der Abwehr mal den Arsch retten. Jetzt der Konter. Paulsen. Paulsen. Was auch immer Ayan davor hat. Für mich war das aus, aber es geht weiter. Paulsen auf Wilshere. Nicht gut. Wilshere wieder am Ball. Junuzovic. Januzaj. Leider ist Beister am Abseits und er wieder ein Tor gemacht. Schade. Aber ausgeglichene Partie. Das macht mich sehr glücklich. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr das Tor verdient als Schalke. Ein klein Tickchen vielleicht. Jetzt Fuchs mit der Flanke. Und Adler rettet da nochmal in der letzten Sekunde. Januzaj. Holtby. Schön gemacht von Holtby. Paulsen. Der wird noch kommen. Noch vielleicht der eine oder andere von euch zu unzufrieden mit ihm. Aber nächste Saison spätestens wird er wichtiger Mann werden, da bin ich mir sicher. Beister, nicht Paulsen. Immer noch Beister. Schalke macht sehr eng alles. Paulsen. Ayan jetzt mit der Flanke auf Beister. Das ist nix. Das ist nix. Fuchs jetzt mal von der anderen Seite. Aogo. Interessant, wo welche Position Aogo hier spielt. Und Wilshere passt auf. Schöner Lüpfer. Holtby. Junuzovic. Und Beister. Spielt außen, wo eigentlich jetzt Paulsen stehen sollte, meiner Meinung nach. Paulsen. Junuzovic. Paulsen leider zurzeit nicht so überzeugend wie schon des Öfteren. Jetzt Wilshere. Wilshere, jetzt wollte ich gerade schießen, da hat jetzt den Ball zu weit vorgelegt. Jetzt Kontermöglichkeit für Schalke, kurz vor der Pause. Boateng. Sydney Sam, Vorteil. Immer noch Sydney Sam. Und Ayan klärt schon mal halbwegs. Nochmal Schalke. Höger, abseits. ...0-0 wird es wohl in die Pause gehen. Ich denke, wir können zufrieden sein. Aber nicht mit dieser Aktion jetzt von Adler. Oh, 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 vielleicht geht es ja noch nicht 0-0 in die Pause. Aber Giroud passt auf und da ist jetzt der Abpfiff. Sehr schön. So, Augsburg-Gladbach 0-1. Nicht so gut für uns. Hertha gegen Hoffenheim. Ja, okay, 0-1. So, eigentlich würde ich Paulsen rausnehmen von der Leistung her, aber ich gehe auch nicht nur von der Leistung bei einem Wechsel in der zweiten Halbzeit aus, sondern auch ein bisschen von der Energie her. Das bedenke ich immer ein bisschen mit, das muss man bei dem Spiel auch machen. Und deswegen gehen wir erstmal so weiter. Spielen aber jetzt mal auf Pressing und nicht auf unsere eigene Taktik, auch wenn es sehr gut war. Wir wollen hier gewinnen, wir müssen auch gewinnen, wenn wir jetzt oben mal noch ein Wörtchen mitspielen wollen. Auch wenn wir zufrieden sein könnten mit diesem Ergebnis. Paulsen. Kleber. Wilshere. Januzaj. Schrolek. Ah, schade. Jetzt wollte ich gerade den Laufpass von Januzaj machen und ich sehe Beister rennt hier los.
beißt da und er macht es! Ja! Verdient, weil doch die Stuttgarter Folge das Spiel abgebrochen hat. Da hat er 4 Tore gemacht und die sind jetzt nicht in der Torjägerliste drin. Deswegen freut es mich umso mehr, wenn er jetzt mehr trifft und öfter trifft. Und wer hätte das überhaupt gedacht noch Anfang der ersten Folgen der zweiten Saison, wo ihr dann angefangen reinzugucken und natürlich auch tolle Tipps gegeben habt. Nimm doch den Stürmer, dass wir Beister noch hier haben. Es gab ja auch den Tipp, Müller einen Sturm zu machen. Das hat nicht so gut geklappt, aber Beister, Wahnsinn. Der ist richtig am Fetzen und da sogar zum Beispiel ist immer noch nicht so gut am Kommen. 3 Tore hat er leider jetzt. Er hätte eigentlich jetzt schon, glaube ich, ganze... Ja, 8 Tore eigentlich haben müssen. Oder, ja, ein bisschen weniger. 6. Was laber ich da eigentlich für eine Scheiße? 7. Hätte er jetzt eigentlich schon haben müssen. Schade eigentlich. Junuzovic, holt den Ball. Vielleicht auch klar aufs 2-0 spielen. Komm, Junuzovic, steh auf. Paulsen. Wieder Beister. Ah, schade. Weil er sich selbst durchtunnelt. Und das Pressing scheint zu funktionieren. Paulsen auf Wiltshire, da macht das gut, Wiltshire. Immer noch Wiltshire. Ach, da wurde er ein bisschen gezogen und gedrückt. Paulsen. Ayan. Gute Flanke. Schade. Und jetzt Kontermöglichkeit. Schalke. Nicht gut. Viel zu langsam, aber sie kommen durch. Auch schon lecker, da lieber vielleicht in Abseits spielen können. Aber er klärt wenigstens wunderbar den Ball. Nicht ganz, aber er klärt ihn wenigstens. Und Adler ganz ruhig. Der älteste, erfahrenste in diesem jungen Kader. Mit Podolski und Giroud zusammen. Aber der älteste. Holtby. Auf Oscholek. Ah, nicht gut gemacht von ihm. Leider sind die Außenspieler Ayan und Oscholek heute leider überhaupt nicht gut, meiner Meinung. Oh, und da hat sich, glaube ich, wer ist die 18, Sydney Sam, schlimmer verletzt. Schauen wir nochmal. Joa, kann sein. Oh, er ist mir noch draufgefallen. Noch kein Wechsel, macht aber Schalke. Wir werden jetzt aber einen Wechsel machen. Und zwar werde ich Zimmer bringen. Und, ja. Muss nachdenken. Würde ja gerne Paulsen rausnehmen. Aber wüsste jetzt nicht, wen ich da einsetzen soll, ehrlich gesagt. Spielen wir erstmal weiter. Giroud. Hat er Glück, dass Heinz sich lange verletzt hat. Und dann hat er sich durchgesetzt. Und das macht auch gut mit Kleber zusammen in der Innenverteidigung. Schade, Holtby. Jetzt spielen wir sehr offensiv, habe ich das Gefühl. Oh, wir spielen wirklich sehr offensiv. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Lücke. Junuzovic muss mal wieder den Arsch retten für die Abwehr. Das macht auch sehr gut. Und Holtby, glaube ich, nehmen wir gleich mal raus. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommt er heute nicht so an den Ball. Abseits wurde angezeigt vom Assistenten, aber es geht weiter. Ah, nicht, dass sie gleich Elfmeter gibt für Schalke. Das können wir gar nicht gebrauchen. So. Schalke macht das aber richtig Druck. Die wollen jetzt aufs 1-1 spielen. Wir lassen das aber nicht zu. Abseits. Dann machen wir nochmal Wechsel. Und zwar... Holtby nach hinten. Wiltshire links, Januzaj rechts, OM, bringe jetzt mal Trigoros und ich bringe Sorbisch für, ja ich würde eigentlich, aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, einen fitten Spieler noch hinten rein. Bleibt mir ja keine andere Wahl, als
so zu machen. Um auf jeden Fall dieses 0-1 nach Hause zu bringen, zu 0 zu spielen. Und zu gewinnen. 3 Punkte, hallo? Ayan. Weister. Ja. Ärgerlich. Zimmer, richtig schön gemacht. Schade, dass den Ball nicht mehr kriegt. Ubo. Aha. Milosevic. Einfach geil, dieser Fußballer. Schade, dass er jetzt nicht ganz für einen Angriff machen konnte. Und Wiltshire, ja gut, läuft ins Aus. Auch ein bisschen müde jetzt. Ihr habt nichts gehört. Falls ihr so mittendrin durchsippt in diesem Video und ich mache so unangenehme Geräusche, es tut mir leid. Eine Leuchte! Okay, darum habe ich mir hier in Hamburg geholt. Und es ist ein bisschen windig und nass. Ne? Aber trotzdem wollte ich euch die Freude machen, neue Videos hier an den Start zu bringen. Und deswegen scheiß mir einfach mal auf dieses Gesniebe. So. Adler mal wieder. Lassen wir uns Zeit. Wohin nur? Jetzt kommt die Uhr. Jetzt müssen wir abgeben. Mann, jetzt gibt aber hier Schalke richtig Druck und Wiltshire. Spielen wir ein bisschen auf Zeit. Wohin mit dem Ball? Ah, wenn das Zimmer besser vollendet hätte, wäre ich glücklich. Wir gehen jetzt mal eine Runde defensiver und würde gleich, wenn ich konzentriert und Zeit habe, auf Konter drücken. Wir wollen hier das 1-0 nach Hause fahren oder auf 2-0 spielen. Das wäre mir doch lieber. Und diese Chance, die hätten wir jetzt. Perfekt. Nein, doch nicht. Ach, hätte ich nur hochgespielt. Ah, oder wäre noch ein Stück gelaufen. Aber dann wäre Beister am Abseits gewesen. Weil er ist aber jetzt auch extrem müde. Deswegen haben wir auch Verständnis für diese Aktion. Huntelaar mit der Flanke. Kleber. Oh, ich weiß nicht, was wirklich Kleber jetzt war. So, wohin mit dem Ball? Schalke macht hier extrem Druck. Benozai verliert Kopfball. Und Kleber macht eine Vorlage, das gibt's nicht. Eine Rückenvorlage. Und bei sowas können wir wieder sowas von aufbringen. Eine überflüssige Scheißaktion. Ah, hat sich weggeklickt. In den letzten Minuten, meine Herren. Und jetzt heißt es alles oder nichts. Oh, hätte noch einfach ganz ruhig einfach köpfen können. Schusslichkeit bringt uns den Sieg. Nicht den Sieg, die Niederlage, den Unentschieden. Schön jetzt gespielt. Vielleicht nochmal eine Chance. Trigoros. Ah, er ist einfach, er setzt sich nicht durch, der junge Mann. Schade eigentlich. Und die nächste Chance, Schalke, Höger, immer noch Höger. Jetzt gibt's Elfmeter. Es gibt's nicht. Die letzten 3 Minuten und wir verlieren wahrscheinlich das Spiel noch. Das wäre aber sowas von unverdient. Aber sowas von. Jetzt kann René Adler sich mal sowas von beweisen. Also faul ist es wahrscheinlich schon, da kann man sich nicht drüber aufregen, aber es ärgert einen extremes. Huntelaar gegen Adler. Meine Fresse, nicht mehr normal. Also, welche Seite nimmt er? Ich entscheide mich für rechts. In die Mitte macht das. Und er trifft nicht! Er trifft nicht! Die Latte und Fallrückzieher geklärt. Meine Fresse. Nochmal Schalke mit Huntelaar. Und was gibt's doch nicht? Da freut man sich, dass er nicht trifft. Und dann doch noch diese Aktion. So ein Mist aber auch. Und Aogo war es auch noch, der Piepsack. In den letzten Minuten unverdient 2-1 verloren. Das ist nicht zu fassen. Ich bin sprachlos für diese Kacke, die hier gerade passiert ist. Aber so ist Fußball nun mal. Leider haben wir jetzt richtig noch zu fighten. Wir schauen uns die Tabelle an.
Schalke ist jetzt Herbstmeister dadurch. Wir sind Zehnter und sind ganze 7 Punkte weg vom Platz 6. Das ist richtig Hammerarbeit, die uns jetzt hier bevorsteht. Aber wir werden nicht aufgeben. Und wir haben ja auch gesehen, das war ein klasse Fußball. Also, und es war einer der besten Vereine zurzeit in der Liga. Also, okay, drücken wir mal ein Auge zu und sagen, einverstanden. Auch wenn es unverdient am Ende meiner Meinung nach war. Ja, kacke. So, Leute, es geht jetzt weiter mit der Winterpause. Die mache ich jetzt hier weiter. Aber das, was alles, was ich jetzt hier mache bis zum Nürnberg-Spiel und Endphase der Winterpause, seht ihr in der anderen Folge, in der alten Folge, eine Folge zurück. Und ich zeige jetzt hier unten so einen Button. Und wenn ihr darauf klickt, springt ihr genau auf die Zeit mitten in der Folge, wo es da weitergehen würde. So habe ich es auch in der anderen Folge repräsentiert. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Ich freue mich, wenn ihr da nochmal reinschnuppert und seht, was ich da so mache. Und dann geht es dann in der nächsten Folge auf gegen Nürnberg. Und da muss der Sieg her, nicht das blöde 0-0, wie es am ersten Spieltag war. Bis dahin, tschüss.